Willkommen zum erfolgreichsten Format auf ganz YouTube Deutschland. Einmal klicken, dreimal gruseln. Obwohl, eigentlich, ich habe gelogen. Wir werden uns wahrscheinlich heute nicht dreimal gruseln, sondern wir kriegen ein Horrorspiel, ein möglicherweise Horrorspiel mit Dinos und dann irgend so ein anderes Ding, was wahrscheinlich auch ein Horrorspiel ist, aber auf eine ganz, ganz merkwürdig bizarre Art und Weise. Aber egal, es gibt drei Spiele, okay? Beruhigt euch, es gibt drei Spiele. Das erste Spiel ist gruselig. Quiet Basement. Wir müssen durch einen stillen Keller schleichen und die kleinen Timmys finden, die Kreis hier unten versteckt hat. Wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, einfach nur eine Bewertung dalassen. Dauert nur ein Sekündchen und tut wahrscheinlich weh, aber macht es trotzdem. Ja? Macht es einfach. Okay, dankeschön. So, dieses Spiel hier ist derzeit sehr weit oben in den Indie-Horror-Charts. Sehr, sehr beliebt und es sieht ganz nett aus. Ein stiller Keller. Okay, Timmy, komm raus. Alles klar, ich bin definitiv im Keller von Kreis. Mit einem alten Monopoly City. So lockt er die Kinder an. Habe ich eine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Alles klar, ich würde sagen, diesen alten Ranzkeller verlassen wir mal. Wir gehen einfach mal aus dem Keller raus. Damit hat das Spiel nicht gerechnet. So, direkt ausgetrickst. Oh nein, ich bin wieder in so einem Loop gefangen. Oder irgendein geisteskranker Architekt hat es so gemacht, dass mehrere Räume nahezu identisch aussehen und hintereinander gebaut wurden. Was? Mach kein Geräusch. Okay, ich bin ganz leise. Ich bin ein Flüstern im Wind. Ich bewege mich wie eine Katze. Kleiner Timmy! Ich will dich retten, Junge! Ich will dich retten! Okay, das geht schon mal nicht. Und jetzt beginnt es. Kreis, wenn du mich hörst, lass den Jungen gehen. Timmy? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin hier unten gefangen mit einem Muskelpriester. Das deutet irgendwie alles darauf hin. Mal sehen, geht die andere Tür? Der Keller ist wirklich verflucht still. Nee. Beide Türen sind zu. Wahrscheinlich hat der Architekt gehört, was ich gesagt habe. Und hat sich gedacht, verdammt! Dieser Keystore, einfach zu intelligent. Können wir vielleicht irgendwie hier durchgucken? Nö. Aber was mitnehmen können wir auch nicht. Guck mal, da oben ist ein Fenster offen. Ich meine, rein theoretisch, wenn du hier dagegen springen würdest, könntest du dich hochziehen und entkommen. Es wäre möglich. Es wäre möglich, mein Freund. Das Monopoly-Spiel. Wow, wow, wow! Ich habe einen Schlüssel. Hier. Yes! Okay, damit kommen wir raus. Ich mag diesen Keller nicht. Was war das? Okay, Moment, das ist immer noch derselbe Keller, ja? Ich will eine Taschenlampe. Gebt mir doch einfach eine verfluchte Taschenlampe. Ich glaube, ich komme zu spät. Ich glaube, der kleine Timmy wurde bereits zu einem Muskelpriester umgewandelt. Tja.
Jetzt heißt es überleben. Spielkarten. Kerzen. Okay, was auch immer da drin war, jetzt ist es draußen. Alles klar. Wir sind ganz cool. Ding. Bist du hier? Es hat sich hier von Rattenkadavern ernährt. Davon bin ich überzeugt. Okay, hier ist kein Foto drin. Alright. Mhm. Die Tür geht zu. Ja, das ist immer gut. Das ist immer ein ganz, ganz gutes Zeichen. Auch ein gutes Zeichen. Irgendjemand hat irgendwas durchs Fenster geworfen. Mann, diese Kinder immer. Beim Ballspielen. Die kleinen süßen Fratze. Keine Sorge, Kinder, ich bin euch nicht böse. Ich bin nicht Onkel Kreis, ich bin normaler Mensch. Ganz normaler Mensch. Der es sehr bevorzugen würde, diesen Keller endlich zu verlassen. Oh, ein Schlüssel. Okay, gib mir den. Also wie gesagt, ich würde immer noch hier gegen das Fenster springen und einfach raus. Okay, für was brauchte ich einen Schlüssel? Die Tür war doch schon wieder offen. Oh nein, Timmy. Okay, Timmy. Kein Grund, die Nerven zu verlieren, Junge. Ich kann dir helfen. Ich habe sowas schon öfters gesehen. Kratzspuren an der Tür. Waren die schon immer da? Was ist das denn? Schwitzwasser. Alright, keine bösartige Kreatur. Die einzige Konstante hier, das Monopoly-Spiel. Das Ding bleibt mir treu bis zum Schluss. Okay. Mit mir werden wieder Spiele gespielt. Und der verdammte Keller füllt sich langsam mit Wasser. Hallo? Irgendwas Spannendes hier? Okay, wahrscheinlich muss ich wieder einen Schlüssel finden. Ich gehe sehr stark davon aus, aber... Aha! Oh Gott, was war's denn? Okay, das war nur ein Balken. Die alten Balken. Die knarzen ab und zu so ein bisschen. Sowas passiert in einem alten Keller. What the... Ich glaube, die Verwandlung ist abgeschlossen. Ich glaube, der kleine Timmy ist nun ein vollwertiger Muskelpriester.
240 Kilogramm pure Muskelmasse. Aufgebieft bis zum geht nicht mehr. Glaubst du, ich habe Angst? Ich verpasse dir einen Tritt. Was liegt da unten? Irgendwas liegt da unten. Oh, ich sollte hier raus, weil der Keller wird immer voller. Okay, warte mal. Kann ich... Wenn ich da ran kann... Dann mache ich doch... Jetzt hat er mich. Er kriegt doch bestimmt einen Stromschlag. Was? Ende? Moment, aber... Okay. Gut. Ja, das war das erste Spiel. Schauen wir uns das zweite an. Das nächste Spiel heißt Wutfuß und mein Fuß ist verdammt wütend und deswegen hauen wir hier die Scheiße weg. Guten Morgen, Jefe. Boah, nice, Alter. Nicht von hinten kommen, Kumpel. Darauf stehe ich gar nicht. Bam. Alter, was für ein geiles Spiel. Okay, ich und mein Fuß. Wir werden euch mal so richtig aufmischen. Kann ich mir eine Waffe schnappen? Eine Waffe wäre extrem lässig. Riechen. Genug gerochen. Jetzt wird Fresse eingetreten. Okay. Die ultimative Party-Crasher-Einheit. Alles klar, nice. Erstes Level hier direkt gemeistert. Und ab ins nächste Level. Ey, für so ein kostenloses Spiel ziemlich geil. Und es gibt Knarren. Und es gibt jede Menge Blut. Und wir ermorden wütende Krokodile. Alright, was ist hier los? Die duschen. Scheißhaus. Irgendein Dude. Niemand. Weiter. Was sind das für Kollegen? Wow. Und der macht weiter Party. Okay, gib mir die Knarre. Ich hätte nur noch eine Kugel. Alles klar, wir können Sachen auch werfen. Na. Gib mir eine Knarre, Bruder, gib mir eine Knarre. Boah, sobald die Gegner Knarren haben, ist es ja richtig mies. Okay, hier rein. Den hauen wir so weg. Hier war einer. Hier war keiner. So, ich mache eine neue Knarre mit ein bisschen mehr Sprit. Ey, ich glaube, das Spiel wird übelst tough. Oh. Oh no. Du elender Hundesohn. Okay, neue Knarre, neues Glück. Warte, hier gibt's zwei Wege. Alter, die Mucke geht richtig steil. Alright, weiter geht's. Geht's hier drüben noch lang? Und ich würde mal sagen, wir haben es hinbekommen. Alter, was für ein geiles Spiel. Was für ein richtig geiles Spiel. Aber ich wette, es wird bockschwer. Justin Bieber. Klassisches Justin Bieber Konzertposter. Alright, es gibt auch Explosionen. Ich glaube, Explosionen finde ich gut. Nozi. Der Kollege hat Nozi. Oh, fuck. Was sind das für Dudes gewesen? Was sind das hier? Kakerlaken? Ey, hier könnte ich echt so ein Fass gebrauchen. So, gib mir das. Warte. Hier geht's noch lang.
Oh, das sind Hunde. Ich glaube, das sind Hunde. Wie räudig sind denn bitteschön Hunde? Okay, man sollte nicht in die Explosion reinrennen. Ist keine gute Idee. Dankeschön. Moment, hier wieder rein und... Ich habe keine Muni! No! No, Baby, no! Ich will das hinbekommen. Will das hinbekommen. Habt ihr das? Moment, die Seite. Alright, 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 alright. Alright. Keine Muni. Oh, snap. Oh, ich hatte wieder keine Muni und er macht Party. Er macht Party. Hey, ist ja auch noch eine Tür. Aha. Was denn? Wo denn? Mieser Hund. Mieser Dogen. Ich bin verwirrt. Alright, schmeiß eine weg, nimm eine volle. Du musst mehr den Fuß einsetzen. Nutze die Macht des Fußes. Verflucht schweres Spiel. Verflucht schweres Spiel. Das gibt es nicht, der eine hat... Wütender Fuß! Verflucht wütender Fuß! Verflucht wütender Fuß! Ist da noch jemand am Leben? Nein? Gut. Okay, warte, 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 warte. Wir haben hier doch irgendwo noch eine bessere hier drüben. So, wir kriegen das hin. Alter. Oh, puh, Mann. Ich hab nix. Das gibt es nicht. Ah, ich war so weit. Okay, okay, okay. Was? Was hat der Knüppel denn bitte schon für eine Reichweite? Ich wünschte, ich könnte die alle da reinlocken. Kann ich das? What? Hier geht's. Moment. What? Okay, hier drüben geht schon mal nicht weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. So, ich nehme die Knarre. Okay, Miezekatze, wo zum Geier bist du? Alles klar, nutze die Macht des Fußes. Atme durch. Stirb, stirb, stirb. Alter, das Level war so hardcore mies. Nein. Ich habe keine Muni mehr. Okay, okay. Pause auf dem Klo. Pause auf dem Klo.
Alright. Neue Knarre. Neues Glück. Shut up. Yes, Mann. Haben wir alle weggeholt? Ich weiß es nicht. 25 von 25. Na, also geht doch. Bei dem Spiel kriegt man irgendwie das Bedürfnis, Kokain zu nehmen. Ich weiß auch nicht, warum. Ein Mann und sein verdammt wütender Fuß. Knock, knock. Agent Kowalski am Start. Nicht gut. Okay. Hier drüben kann was explodieren. Lieber mal nicht dagegen. Treten oder schießen. No. Alter, was für ein Game. Shut up. Was ist das eigentlich? Das ist ein Fisch? Ich glaube, das ist ein Fisch. Nein, das ist ein Koala. Vielleicht beides. Ein Krokodil. Ein Hund. Ich dachte, das wäre eine Katze, aber es scheint eher sowas wie ein netter, süßer, kleiner Koala zu sein. Verdammt. Stuhl. Okay, das sehe ich nichts. Okay. Ah. Good morning, Sunshine. Ich weiß nicht, haben wir alle? Vielleicht. Und ab ins nächste Level. Nein, irgendwo waren noch welche. Naja. Boah, man kann nicht aufhören. Das ist echt ein cooles Spiel irgendwie. Toiletten aus, Verkauf. Hier liegt Scheiße auf dem Boden. Verdammte Tiere. Ohohoho. Alright. Dass er nicht mal die Party sprengen. Oh, da ist ja auch noch einer. Ah, keine Muni mehr. Bam, 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 bam. Shut up, Krokodok. Oh, da lebt noch einer. Okay. Ich würde sagen, wir entspannen uns alle. So, nächste Tür, neues Glück. Dieser räudige Mutant. Zu langsam, Kumpel. Zu freaking langsam. Eine Doppeltür. Da liegt wieder Scheiße auf dem Boden. Nein, nein. Ich war schon durch. Verdammt, Krokodok. Warum ist es da hinten nicht explodiert, ha? Alright. Nein, ich war zu nah dran. Ah, ah, ah. So, jetzt hier rein. Alles klar, Muchacho. Nein, ich will eigentlich das hier. Nein, ich will... Genau. Warum explodiert das Ding da hinten denn nicht?
Das war so nicht geplant. Okay. Unschön. Auch unschön. Oh, wie viele sind denn da? Komm schon, explodier, explodier, explodier. Explodiert nicht! Explodiert nicht! Alright. 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 Boah, das Spiel ist echt intensiv, aber irgendwie auch geil. 36 von 36. Mann. Nun, ich würde sagen, ich würde gern weiterspielen, aber wir schauen uns Spiel Nummer 3 an. Irgendwas mit Dinos, angeblich. Mal gucken. Wir schauen mal, aber das ist gut. Das ist richtig gut. Das dritte Spiel heißt Gonna, ist hier gerade der Prototyp, den wir spielen, kann man sich kostenlos im Internet runterladen. Das Ganze wird ein Action-Adventure mit Dinosauriern, soll brutal und blutig werden. Klingt schon mal gut, im Hintergrund sehen wir einen T-Rex, der schön eine Ziege wegschmatzt. Ja, das schmeckt dir, Kumpel, ne? Und wir starten jetzt mal mit dem Spiel. Oh, wo bin ich hier nur gelandet? Ein alter Tempel und ich soll einen Weg rausfinden. Hallo? Ganz schön leise hier drin. Ha. Hier drüben ist ein Weg nach oben. Ich finde allgemein, es sollte mehr Spiele geben mit Dinosauriern. Dinosaurier sind verdammt cool. Ah ja. Eine Fleischwurstflöte. Darauf hat schon mein Onkel Yusuf wunderschöne Musik gemacht. Und ein halber Mann. Typisch Onkel Yusuf. Kommen wir hier durch? Oh, holy shit! Okay, okay, oh. Okay. Ich bin taub und ich habe Angst. Wunderschön. Ich glaube, da sollten wir lieber nicht lang. Nein, nein, wir sollten nicht da lang, wo der T-Rex ist. Können wir hier durch? Ah, die können wir verbrennen. Wow, wie wunderschön. Und gefährlich, weil T-Rex. Ich bin also in einer wunderschönen Höhle mit einem wunderschönen T-Rex. Mein Glück. Die extrem dunkel ist. Ich sehe eigentlich gar nichts. Selbst mit der Fackel sehe ich null. Okay, aber ich glaube, da hinten geht's weiter. Da hinten geht's weiter. Wenn ich hier hochkomme. Ja, ja, hier geht's raus. Hier geht's raus, Leute. Okay, wir haben es geschafft. Gott sei Dank, Mann. Wir haben es wirklich geschafft. Kann ich auch wieder aufstehen? Nein? Gut, wir gehen komplett hier geduckt. Wahrscheinlich, weil hier die Stacheln im Weg sind. Komm schon, lass mich aufstehen. Spiel, was ist los mit dir? Ich werde wahrscheinlich nie wieder aufstehen dürfen. Oder wir krabbeln hier aus einer Höhle raus. Obwohl die Wände verdammt hoch sind. Okay, jetzt endlich. Ha, Dekoration. Erinnert so ein bisschen an The Forest. Die wunderschöne Deko. Und jede Menge Grün. Ganz schön waldig, das Abenteuer hier. Oh nein, meine Fackel. Die war vielleicht noch wichtig. Verdammt. Verdammte Axt. Boah, erstmal hier durch ein Dickicht durchkommen. Okay,
Okay, warte mal. Hier sieht's so aus, als könnte man irgendwie weiterkommen. Über den Baumstamm. Okay, wir sind... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, wo dieses Spiel spielt. Aber es wirkt alles sehr prähistorisch. Vielleicht sind wir auch irgendwo in der Zeit der Dinosaurier gefangen. Mit einer Subkultur. Okay, da will ich lieber nicht runter. Alles klar, ist das der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Mr. T-Rex, Sir! Na, ja, es fühlt sich schon mal gut an. Da drüben sehe ich ein Zelt. Und Blut. Ein Zelt und Blut. Das kann bestimmt wieder nur großartig werden. Was haben wir denn hier? Ein GPS. Aber es funktioniert nicht. Interessanterweise sehen wir hier unten auch eine Lebensanzeige, eine Ausdauer und... Kann man hier hoch? Ich weiß es nicht. Wirkt so, als könnte man hier hoch. Ohne GPS bin ich komplett überfordert. Ja, wir sehen hier unten einmal die Ausdauer, dann sehen wir Essen, Trinken. Scheint wohl ein Survival-Game zu werden. Okay. Aber irgendwas Spannendes gibt es da hinten auch nicht. Alles klar, es gibt Essen, Trinken, Ausdauer. Das Tal der Dinosaurier. Naja, dann gehen wir vielleicht mal komplett in die andere Richtung. Mal hier irgendwie lang. Wir sind von da gekommen. Boah, meine Ausdauer ist ziemlich low. Ich bin ziemlich runtergewirtschaftet. Lass mal hier lang gehen. Was für riesige Bäume. Oh, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas, wenn ich jemals hinkomme. Ein Tempel. Aber nicht der, aus dem wir rausgekommen sind. Anderer Tempel. Ich habe so leichte King Kong-Vibes. Damals, das King Kong-Spiel war so ein bisschen... Vom Design her sehr ähnlich. Und hier fehlt eine Platte. Liegt hier irgendwo eine Platte rum? Die man hier vielleicht einsetzen muss? Ey, Jungs! Ihr habt nicht zufällig eine Steinplatte? Seile vielleicht irgendwie drücken, machen, tun. Duz, duz. Ne, da geht nix. Da geht auch nichts. Aber ich wette, ich muss hier eine Platte einsetzen. Ich frage es nur, wo finde ich die? Vielleicht war da hinten bei den Zelten ja doch irgendwas und ich habe es übersehen. Im Rausch der Gefühle. Hier drüben ist dieser riesige Steinkopf. Okay, ich laufe nochmal ganz schnell zurück. Ich glaube, der Weg war jetzt nicht so wahnsinnig weit. Das einzige Problem, wir sind sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Das hier ist keine Platte, nein, das ist nur Holz. Ich hatte ja irgendwas. Ich habe nur das GPS gesehen. Aber kein T-Rex, keine Dinos, nichts. Gar nichts. Okay, Crew. Habt ihr rein zufällig eine Steinplatte für den alten Onkel Kies? Bin ich irgendwie hier in der Kiste drin? Ah, ja. Hier ist eine. Und die kann ich sogar mal mitnehmen. Endlich kann ich auch mal was mitnehmen. Na, wenn ich schon mal hier bin, nochmal hier reingucken. Nö. Gut, flitzen wir los.
Also wenn die Ausdauer funktioniert, dann bin ich hier super schnell. Aber sonst super lahm. Mal wieder Highspeed. Okay, Platte gefunden. Dann, ja. Stecken wir das Ding mal rein, ne? Wie man so schön sagt. Einmal schön reinstecken, das Teil. Und dann, Seemann, öffne dich. Ja, wie gesagt, es ist halt hier nur ein Prototyp. Die arbeiten dran, es gibt auch Trailer-Material dazu. Es sah auf dem Trailer-Kram gar nicht so schlecht aus. Also, könnte man was draus machen. So. Seemann, öffne dich! Ich wurde gefressen. Das war Gorner! Ich weiß es doch auch nicht. Also ich muss sagen, das Horrorspiel fand ich okay. Das Fußspiel fand ich super. Ja, es hat total Bock gemacht. Es war so Hotline Miami mäßig. Und das Spiel hier fand ich so, kann ich nicht bewerten. Ja, es ist eher so eine Technik-Demo. Aber na gut, wir sehen uns wieder bei hoffentlich besseren Spielen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.